Liebe Sportfreunde, werte Gäste, ich kann mit Fug und Recht behaupten, das, was wir heute hier erlebt haben, habe ich persönlich in 15 Jahren, so lange wie ich das hier schon mal, noch nie erlebt. Dass wir gewonnen haben gegen Halle, das hatte ich schon mal erlebt. Aber das Drumherum kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Unabhängig davon, Endstand 28:25. Unsere Mannschaft kann also noch in einem Derby den Hammer raushängen lassen und damit auch gewinnen. Und dazu natürlich herzlichen Glückwunsch. Nichtsdestotrotz, Martin, willst du auf das erste Wort haben? Martin Ostermann, wer ihn nicht kennt, sein Zeichentrainer des HC Einheit Halle 05. Martin, sicherlich das Derby habt ihr euch so vorgestellt. Ich habe mir nur im letzten Heimspiel, ihr habt da gegen Oebisfelde zu Hause gewonnen. Verloren, genau deshalb. Habt ihr euch heute hier mehr vorgenommen? Schönen guten Abend und mein Glückwunsch nach Straßburg. Wir haben uns auf jeden Fall mehr vorgenommen, weil ich auch von der Konstellation her denke, dass das weitaus mehr drin war. Wir fangen an mit nach der kurzen Manndeckung mit einer guten Abwehr, wo die Zuordnung gepasst hat, wo wir eigentlich, wenn wir es vergleichen, in den letzten Spielen richtig gut standen. Haben auch im Angriff, wenn wir mal die klaren Chancen gleich in der Anfangsphase ausblenden, wovon wir insgesamt einfach viel zu viel weglassen, ich glaube 8 oder 9 waren es, die mir spontan einfallen, auch noch sehr konzeptionell gespielt, haben unsere Rückraumschützen in gute Position gebracht, auch wenn wir vielleicht da nicht so eine Qualität haben wie ihr mit eurem kompletten Rückraum eigentlich. Aber die Jungs haben dafür spielerische Vorteile und verlieren dann irgendwann die Linie so ein bisschen und waren zu viele 1-1-Aktionen dabei. Die Sachen wurden nicht mehr vorbereitet, wie wir es uns vorgenommen haben und daraus entsteht dann ein gewisser Rückstand, wo wir dann auch reagieren mussten in der Abwehr, wo die Zuordnung dann nicht mehr so gepasst hat wie bei unserem Standardsystem. Und dementsprechend hoch war dann auch zwischenzeitlich die Führung von Straßburg und von daher verdient gewonnen, weil wir einfach zu viele Fehler gemacht haben und ein bisschen zu unkonzeptionell dann mit der Zeit wurden. Danke Martin. Er hat es kurz angesprochen, Uwe. Natürlich auch Glückwunsch zum Sieg. Der Anfang war schon recht überraschend. Also eine komplette Manndeckung, alle 6, nicht nur 3 rausgezogen. Ihr habt ja gleich alle Manndeckung. Ich fühlte mich sofort an ein E-Jugendspiel erinnert. Nichts gegen die Leistung, um Gottes Willen, aber in der E-Jugend ist es Pflicht, Manndeckung zu spielen. War das für dich auch überraschend? Ja, das schon. Erstmal guten Abend. Es war schon überraschend. Ich hatte ja so damit gerechnet, offensives 3-2-1, was die meisten Mannschaften gegen uns spielen. Ja, aber ich muss mal so sagen, es sind ja keine Kinder, es sind ja Männer, ja, wo ich hier spiele oder wo die Jungs spielen oder wo die Männer spielen. Ja, da muss ich schon sehen, wenn ich jetzt Mannlänge spiele, dass ich dann die Situation erfasse und sage, okay, jetzt muss ich umstellen, muss ich das und das machen. Also muss ich mich mehr bewegen, kreuzen, einlaufen. Und so weiter und so fort. Haben wir dann relativ gut gemacht, denke ich mal, für das, wo ich mich so ein bisschen daran erinnern kann, zumindest noch die Anfangsphase. Ich denke mal, ich muss mich eher auf meine Mannschaft beziehen. Ich bin erstmal etwas stolz, wie schon, weil wir gesagt haben, okay, anderes System, 5-1, etwas offensiver. Meine haben sich ja sonst immer verstecken müssen in einem 6-0. Und ich sage, es geht nicht, weil alle, die gucken Video, die sagen sich 6-0 und was anderes haben die noch nicht gespielt bisher. Können sie nicht vielleicht, ja, in der vorherigen Hand. Und dann muss ich natürlich mir was einfallen lassen. Ich sage, okay, was machst du Anfang der Woche? Okay, 5-1 probieren mit Alexander Ernst. Habe ich gesagt, okay, ist ein guter Mann in der Deckung hinten. Probierst du mal vorne, ein großer Mann. Muss erstmal überspielen und ist auch Mann gegen Mann stark. Ja, und kann er mal ein bisschen aushelfen. Und hat auch funktioniert. Und am Donnerstag natürlich dann dementsprechend trainiert, wo ich sage, okay, ich bin davon überzeugt. Die Jungs waren davon überzeugt. Wir hatten positive Einstellungen und ich habe gesagt, Jungs, wenn wir so spielen heute, wie wir am Donnerstag trainiert haben, dann gewinnen wir das Spiel, egal was kommt und wie. Und ich hatte in den 60 Minuten nie irgendwie Zweifel, dass wir sagen, okay, wir verlieren das Spiel heute. Ja. Wir haben, was ich jetzt so schnell beim Überfliegen gesehen habe, von meinem Betreuer, von Leini, von den über 20 Fehlwürfen, die wir in den letzten Spielen gemacht haben, haben wir nur 10 Fehlwürfe gemacht. Machen zwar hier noch ein paar technische Fehler, wo ich sage, oh Gott, ja, ohne Körperberührung von einem Gegner schmeißen wir die Bälle weg oder sonst was. Kommt vor, okay, kann ich Abstriche machen. Aber wenn ich normalerweise 20 bis 25 Fehlwürfe habe,
Das sind schon mal locker 20 bis 25 Angriffe, die ich mal so wegschmeiße in 60 Minuten. Und wenn ich dann auch bloß noch 10 Füllwürfe mache, schmeiße ich natürlich bloß 10 Angriffe weg. Ja, dann habe ich wesentlich mehr davon. Und die Jungs haben in der Abwehr, ich sag mal, vernünftig gestanden, haben gerückt, haben erzählt, was ich jetzt schon seit Wochen erzähle, haben das umgesetzt. Ich hoffe, das hält sich eine Weile. Ja? Und da werde ich natürlich nicht locker lassen und da werden wir arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann werden wir gucken, dass wir das so einigermaßen bis zum Winter erstmal auf die Bühne bringen und dann können wir wieder angreifen. Ja, danke Uwe. Da sagt ihr immer wieder, ich bin mal völlig daneben. Ich habe mir eigentlich verkniffen, dich immer zu fragen, ob du ein Spiel gut findest, hätte ich es einfach fragen dürfen. Ja, 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 da hätte es gepasst. Martin, er sagt, er hat die Deckung umgestellt. 5-1 von 6-0 auf 5-1. Hat euch das auch ein bisschen am Anfang überrascht? Denn wir haben ja quasi von Anfang an die Führung, oder war es ja im Prinzip, wie er schon erwähnte, er hatte nie das Gefühl, dass wir das Ding wegwerfen können. War das vielleicht für euch auch eine Überraschung? Nee, war es nicht. Also, dass er jetzt 5-1 gespielt hat, ich wäre auch eher von der 6-0 ausgegangen, aber wir sind im Prinzip gegen die beiden Systeme schon vorbereitet im Angriff. Ich denke, das hat es, wenn man das rein vom Verlauf her jetzt ohne die Abschlussqualität sieht, auch weitestgehend funktioniert und von daher sind wir auf so eine Sache vorbereitet. Ja, danke. Das soll es also zum Spiel an sich gewesen sein. Bevor wir zu einem anderen brisanten Thema noch kommen, Fragen von euch an die Mannschaft, an beide Trainer zum Spiel. Eine bleibt mir noch, um den Übergang dann zu finden. Oder eine Wortmeldung? Nicht. Eine bleibt mir noch, um den Übergang. War es vielleicht? Nein. Technisch gesehen. Ja, kommt gleich. Aber danke für den Hinweis. Das war jetzt auch die Richtung, wo ich hingehen wollte. Uwe, so blöd wie es klingt, aber kam auch der Biss der Mannschaft und die für mich wirklich diese Dynamik in das Spiel rein und diese, ich will es mal Wut nennen, die dann letztendlich zum Sieg führte, genau durch diese Szene in der 5. Minute zustande? Oder war es vorher schon? Ich glaube ja nicht, aber es wird sicherlich einen Anteil gehabt, dann, ja, weil Schiri, sie war nicht unbedingt so sattelfest, wie man das eigentlich verlangt in so einer Liga. Und das ist ja nicht irgendwo so Kreisklasse oder so. Aber ich lasse mich sowieso nicht über die Schiedsrichter aus. Ja. Ich habe das selbst jahrelang erlebt. Ja. Manche mit denen kannst du besser, manche mit denen kannst du überhaupt nicht. Das weiß man auch dann. Und wenn ich dann schon auf dem Zettel stehe und sage so, Herr Hähne und Herr Retting, die sind immer dabei, dann muss ich eben mal in dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde, muss ich sagen, okay, ich halte meine Fresse und überrascht die mal ganz, ganz deutlich, wo ich sage, Mensch, der hat ja auch nichts gesagt, der hat sich nicht aufgeregt, aber das kriegt man einfach nicht raus. Wenn man vom Charakter so ist, dann ist man so. Und wahrscheinlich ist es dann eher nachher im Alter, wo du sagst, okay, ich halte mich zurück und lass ihn pfeifen, gehe ich runter und hat sich. Aber wie gesagt, zum Schiedsrichter will ich mich nicht äußern. Was dann im Hintergrund noch schwebt, ist alles so ein Ding, wo ich sage, es geht mich nichts an. Oder es geht mich schon was an, aber es geht mich nichts an, in der Öffentlichkeit da irgendwas preiszugeben. Und das werde ich auch nicht machen, weil wir haben, ich weiß nicht, noch zig Spiele, wo du dann die Schiedsrichter wieder hast. Und du hast immer wieder neue Schiedsrichter und dann hast du immer sicherlich ein paar Pfiffe vorbei, wo du sagst, okay, versteht man nicht so richtig, aber hast sicherlich dann auch ein paar Spiele, wo du sagst, okay, haben sie die eine oder andere Aktion für uns gefällt. Da kann man auch nicht sagen, die Schiedsrichter waren besonders gut. Da sagt der Gegner oder der Trainer, die Schiedsrichter waren besonders schlecht. Ja, okay, danke. Ja, ich denke mal, Martin, du wirst dich zu den Schiedsrichtern auch nicht äußern wollen. Steht euch ja auch als Trainer zu. Dann möchte ich im Prinzip beide Trainer für das rein spieltechnische entlassen. Du darfst selbstverständlich immer stehen bleiben und ein Bierchen trinken. Aber du bist mit auf dem Bild. Ja, wenn du dann nickst, das sieht dann auch jeder. So, Bolle hat es gefragt. Grundsätze.